Also jetzt doch. Ja, es gab ein kleines Upsi. Ich habe hier am letzten Samstag ein Video dazu gemacht, dass die Megatins sich verschieben werden. Jetzt haben wir eine Nachricht bekommen, dass dieses Set sich verschieben wird bis zum 1.10. Und ja, man muss sich quasi vorstellen, die Quelle, die ich genommen hatte, war die amerikanische Seite. Das Witzige ist, dass man das nur weiß, wenn man quasi weiß, dass es auch eine deutsche Seite gibt. By the way, weiß ich jetzt auch. Und das ist quasi das Ding, auf das ich mich beziehe. Also hier nochmal sorry an alle, die das letzte Video gesehen haben. Das war funny, irgendwie, das fand mir aber klasse. Jetzt gibt es auch Produktverschiebungen für Europa, spezifisch sogar für Deutschland. Ich habe hier die deutsche Seite für euch und das neue Datum für die Megatins ist der 30.09. Ist also nur um 2 Wochen nach hinten verschoben worden, nicht wie in Amerika 3 Wochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sondern wirklich nur 2 Wochen. Ich möchte noch mal ganz kurz einmal einwerfen, dass ich da Konami selber nicht mal einen Vorwurf machen kann, denn die Probleme bei den Produkten bezieht sich ja nicht nur auf Konamis Unternehmen selber, sondern auf viele andere Unternehmen halt auch. Und ich finde es trotzdem krass, dass Konami sich entschieden hat, trotzdem so viele Produkte rauszuhauen. Jetzt können wir nicht sagen, die möchten Geld machen. Ja klar, welches Unternehmen möchte das nicht, aber die versorgen trotzdem die Spieler mit Events, soweit wie es möglich ist, und geben euch Produkte, die euch quasi zum Spielen animieren. Das ist doch eigentlich ganz geil. Wenn ihr diesem Channel weiter folgen möchtet, lasst mir gerne mal ein Like da für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid, weiter mit dem Video. Was aber auch noch verschoben wurde, ist das Structure Deck Cyberstrike. Das wurde jetzt verschoben auf den 14.10. Also auch da wieder ein Stückchen weiter nach hinten. Wäre für uns nicht so krass wie in Amerika, aber auf jeden Fall ein paar Produktverschiebungen. Der Punkt, den ich im letzten Video gesagt habe, dass es dazu zu Händlerproblemen kommt für beide Sets. In dem Fall glaube ich nicht, dass es so relevant sein wird, denn die sind trotzdem halt ein Stückchen auseinander. Nicht so weit auseinander, wie es die meisten Händler wahrscheinlich gerne hätten. Aber ich nehme immer so weit auseinander, dass sie mit dem einen was kaufen, verkaufen und das nächste wieder einkaufen können, dass es dazu keinen Delay oder Produktinformationen gibt. An dieser Stelle nochmal sorry an alle, die das letzte Video gesehen haben. Ich fand, das war ein cooles Video. Nächstes Mal Fact-Check. Aber ich habe gesagt in den Kommentaren, dass es sein könnte, dass auch wenn das nicht für uns gilt, dass es trotzdem sein kann, dass es bei uns auch verschoben wird. Denn die Begründung selber ist ja die gleiche. Nämlich, dass die Tins selber noch nicht bei den Produktionen schon angekommen sind. Dann würde ich sagen, das war's für heute Video. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.